Na, Kollege, du übernimmst heute Abend den Interregio von Altenburg nach Bad Rinkenburg. Lass nun bitte die Fahrgäste einsteigen. Deine Abfahrt ist um 22:42 Uhr. Gute Fahrt. Ja, danke. Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video im Train Simulator Classic. Mit ziemlich stürmischem Wetter. So, Türen sind geöffnet, jawohl. Das ist unsere wunderschöne Lok heute, die Baureihe 120. Leider nur von Rollmaterial von DTG. Aber das sollte für die knapp 12 Minuten, die wir brauchen, heute reichen. Ja, von Fulda nach Bad Rinkenburg. Das Szenario, das wir heute oder ich fahre, ist ein Standardszenario. Das heißt, es ist mitgeliefert, wenn ihr euch die V3 von Köpelzer Bergland kauft. Ich habe lediglich hier das Rollmaterial geändert, die Wagen und vorne die Lok. Ui, der war aber nah. So, schnell rein in die Lok. Türen sind zu, Ausfahrt haben wir auch schon. Das heißt, wir können schon los. Bremse lösen. Und auf die Fahrt. PZB, SIFA und LZB ist natürlich an. Ja, leider kann ich den Scheibenwischer nicht weiter höher stellen. Der hat nur diese eine Stufe, aber ich hoffe, kommt trotzdem gut durch. Oh, Kollege! Grüß dich! Da haben wir auch einmal. So, Ausfahrt ist mit 100, soweit ich weiß. Ja, sogar mit Ansagen, das ist doch schöner, ja, schöner kann es doch nicht sein. Die Ansagen schon am Bahnhof eben und jetzt noch im Zug, das macht Spaß. So, wir fahren jetzt hier die Schnellfahrstrecke und schauen, wie sich die 120 schlagen wird. Schon mal habe das angetestet, also ich kann sagen, Beschleunigung ist sehr langsam. So, jetzt Aufnahme in die LZB. Können wir ausmachen. Moin Kollege. Haben wir ein bisschen Schlupf. So, jetzt aber. Fahrplan einzuhalten. Ui. Sind wir 145, ja, ist noch Luft nach oben. Die Bau 120 ist ja glaube ich auch für 200 Stundenkilometer zugelassen. Das heißt, wir könnten diese auch voll auszahlen. Ob wir die erreichen, schauen wir mal.
jetzt über diese Lok von DTG sagen, was man will. Aber was ich schön finde, ist hier die Beleuchtung von den beiden Monitoren, von der Ebola und von dem Zipfunk. So ein bisschen so türkis. Ja, Azur. Finde ich, hat was. Sieht schön aus. Für Standard-Rollmaterial von DTG, die war dabei in der on Inselbahn nach Sylt da oben. Da war die mit dabei, das ist die. Oh, schön mit den Windrädern. Da müssen wir auch nochmal in die Außenansicht. Oh, und den Blitz, den haben wir noch mitgenommen. Jetzt bei 196. Ja, schon wieder cool, das ging aber flott. Das ist nicht. Ja. Ist jetzt nichts Spektakuläres. So ein kleines Let's Play reicht es besser als diese von DTG, die 101, die ist ja wirklich, das ist ja schon Folter, mit der zu fahren. So, kann man ja auch wieder ausmachen. Was ich wirklich empfehle, ist die 101 von Virtual Railroads, die macht Spaß, die hat einen schönen Sound, die, ja, kann man bedienen. Von DTG, die Sachen, die sind, ja, nicht erste Wahl, nicht meine erste Wahl. So, Signal war dunkel geschaltet, weil wir sind in der LZB. Viel Tunnel. Aber wir sind bald da. Schon mal runterschalten. Können wir die restlichen 5,5 Kilometer rollen. Das ruckelt aber irgendwie ein bisschen, ne? Ein bisschen viel. Schöne Ansage. Ich hoffe, wir kommen auch pünktlich dort an, bis die Leute ihren Anschlusszug bekommen. Oh, schön mit dem Blitz, ne? Beende jetzt. Ich hoffe, ich bekomme keine Zwangsbremsung.
60 haben können. Ne? Eieiei. Das ist zwischendrin immer so ruckelt, das ist nervig. Hey. Aber hier ist das schön. Das müsste dann jetzt auch schon die Endstation sein, genau. Und es ruckelt, das ist ja toll. Kann man den ausmachen? Ah, nee, hier ist wieder Regen. Ui, Feuerwerk, Mensch, das ist ja hier. Das ist ja der Wahnsinn. So, Türen auf. Und dann war's das eigentlich schon. Sind wir fertig. Sehr kurz, aber finde ich sehr, sehr schön. Mit viel schönem Rollmaterial. Bisschen Geruckel leider. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ah, sehr gut, Sie haben die Fahrt erfolgreich gemeistert. Ein Kollege wird Sie ablösen. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder im Kürzeberg begrüßen zu dürfen. Ja, natürlich. Bis dann. Ciao, ciao. Vibes. I try to